willkommen zu einem neuen YouTube-Video. Mein Name ist Lisa und bei mir findet ihr Tipps und Tricks rund um Training, Ernährung und mentale Stärke. In diesem Video möchte ich so eine kleine Bilanz, ein kleines Fazit geben von der Zeit während Corona, von der Homeworkout-Zeit. Und dieses Video wird dann auch Ausgangspunkt sein für meine neue YouTube-Reihe Hashtag ComebackStronger, wo ich euch mitnehme und euch zeige, wie ich mich ernähre, wie ich trainiere, um nach der Corona-Zeit jetzt eben wieder fit zu werden. Erstmal will ich euch so ein kleines Fazit geben, was war positiv, was war negativ während dieser Homeworkout-Zeit, was hat mir gut gefallen, was hat mir nicht gut gefallen, wie erging es mir. Danach gebe ich euch so einen Überblick über meine Kraftwerte, wie haben sich meine Kraftwerte verändert. Und am Ende machen wir noch einen Formcheck, einen Vergleich, wie ist die Form jetzt, wie hat sie sich verändert im Vergleich zu vor dem Lockdown. Jetzt aber erstmal meine Bilanz. Ja, meine persönliche Meinung zu den Homeworkouts, wie ist es mir ergangen? Ihr könnt auch gerne eure Erfahrungen in die Kommentare schreiben. Ich persönlich muss sagen, am Anfang, ja, war das erstmal super interessant. Man hat wieder neue Reize gesetzt, man wurde kreativ, man hat improvisiert und hat wieder ganz neue Seiten von Training entdeckt. Ich persönlich wollte sowieso schon die ganze Zeit mal wieder irgendwie ein bisschen funktionaler trainieren, wieder ein bisschen mehr mit Bodyweight trainieren. Aber irgendwie habe ich es dann doch nie wirklich durchgezogen, weil der Drang ins Gym zu gehen dann doch immer größer war. Und so habe ich mich einfach zurückerinnert an meine Zeit, wo ich noch zu Hause trainiert habe. Weil ich habe, bevor ich ins Fitnessstudio gegangen bin, 2 Jahre lang zu Hause trainiert, habe mal die alten Trainingspläne von früher rausgekramt und ja, so einfach einmal wieder andere Reize gesetzt. Und es war immer interessant zu sehen, wie man noch trainieren kann, abgesehen vom Fitnessstudio. Aber ich muss sagen, die ersten paar Wochen waren noch interessant, aber nach ein paar Wochen ja, hat es mir dann nicht mehr so viel Spaß gemacht, weil es waren irgendwie immer dieselben Übungen, die ich gemacht habe. Die Abwechslung hat mir gefehlt, denn ich hatte nur 2 Kurzhanteln, die gingen bis jeweils 10 Kilo und da konnte ich dann eben nur wenige Übungen machen, mit denen ich wirklich einen effektiven Reiz setzen konnte. Im Hypertrophiebereich, also im Muskelaufbereich bis 12 Wiederholungen oder 20 Wiederholungen. Die anderen Übungen waren dann meistens eben zu leicht, da hätte ich, keine Ahnung, 50 Wiederholungen oder so machen müssen, bis ich da mal einen Reiz spüre. Deswegen waren nur wenige Übungen für mich geeignet. Im Beintraining habe ich dann auch die meisten Übungen einfach einbeinig gemacht, dass eben auf dem einen Bein die meiste Belastung ist. Und im Rückentraining habe ich sogar das meiste wirklich ohne Gewichte gemacht und bin da immer an meine alte Grundschule gefahren, habe dort Klimmzüge gemacht, Australian Pull-Ups. Und das hat eigentlich ganz gut geklappt. Also das Oberkörpertraining hat mir deutlich mehr Spaß gemacht als das Beintraining, weil beim Beintraining einfach die Gewichte für mich nicht ausreichend waren. Und das Ganze spiegelt sich natürlich auch in den Kraftwerten wieder. Kommen wir zu den Kraftwerten. Wie haben sich meine Kraftwerte verändert im Vergleich zu vor dem Lockdown? Und ich habe gemerkt, vor allem an den Beinen habe ich mehr Kraft abgebaut als am Oberkörper, was eben damit zusammenhängt, dass ich Oberkörper effektiv trainieren konnte. Durch die Klimmzüge, durch die Australian Pull-Ups konnte ich da echt immer ein gutes Training machen, habe da wirklich kaum Krafteinbußen erlebt. Aber im Beintraining habe ich bei Kniebeugen zum Beispiel 11 Kilo weniger geschafft, auf 6 Wiederholungen. Bei rumänischem Kreuzheben habe ich 9 Kilo weniger geschafft, auf 8 Wiederholungen. Und genau dementsprechend liegt es der Fokus vor allem auf den Beinen, dass sie wieder aufgebaut werden. Ich denke auch, dass es relativ schnell geht. Man muss sich auch erstmal an die Bewegung wieder gewöhnen, weil ich habe jetzt ewig lange keine richtigen Squats gemacht. Ich habe ewig lange kein richtiges rumänisches Kreuzheben gemacht. Und deswegen muss der Körper sich da auch wieder ein bisschen dran gewöhnen. Die motorischen Einheiten müssen wieder richtig aktiviert werden. Und ja, dann bin ich zuversichtlich, dass ich da in wenigen Wochen wieder auf dem alten Stand bin. Und jetzt schauen wir uns mal noch die Form an, wie ist sie jetzt und wie war sie vor Corona. Ich versuche hier so einen Vergleich zu machen. Ich hoffe, es gelingt mir. Wir werden es dann sehen im Video und ja, let's go. Also vom Körperfettanteil hat sich nicht viel verändert. Ich habe am Anfang vom Lockdown ein bisschen zugenommen gehabt, so 1-2 Kilo, weil ich eben weniger Bewegung hatte und habe ich einfach weniger gegessen, habe ich das Fett wieder verloren. Aber ich finde, man sieht auch schon, dass ich ein bisschen Muskelmasse eingebüßt habe. Also ich merke es selbst hier am Lat zum Beispiel, dass da nicht mehr so viel Volumen drin ist wie davor.
Und klar, am Oberkörper habe ich eigentlich nicht so viel Kraft abgebaut, nicht so viel Kraft verloren, aber es fehlt natürlich auch so ein bisschen der Volumenreiz, weil ich habe mit größtenteils im Bereich Kraft trainiert, bis 6 Wiederholungen. Und deswegen denke ich, dass dann, wenn ich wieder mehr Volumen habe, dass dann da eben auch das Volumen im Muskel wieder zurückkommt. Und genau, das ist jetzt die Ausgangsform, das ist die Ausgangssituation. Jetzt bin ich froh, dass die Gyms wieder offen haben, dass ich wieder richtig Gas geben kann und nehme mich auf meinem Weg mit. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Gib mir auch gerne Feedback in den Kommentaren, wie deine Erfahrungen während dieser Zeit waren. In diesem Sinne freue ich mich, auch wenn du mir ein Like da lässt, wenn du ein Abo da lässt, falls du es noch nicht getan hast. Und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao, ciao.